Cottbus, Dresden, Leipzig und Rostock, das sind die Fußballvereine aus dem ehemaligen Osten, die es nach der Wende bis in die Bundesliga geschafft hatten. Bis ganz nach oben. Inzwischen sind diese Namen allerdings verblasst. Lange Zeit war Rostock großes Vorbild mit der längsten Verweildauer. 12 Jahre spielte Hansa insgesamt im Fußball-Oberhaus. 2007 ging es dann bergab. Nach vielen Intrigen und Grabenkämpfen dümpelt Rostock in der dritten Liga. Markus Harm über die Fußballkrise an der Küste. Auch wenn es manchmal sehr idyllisch aussieht in Rostock-Warnemünde, es ist es nicht. Daniela und Ingo Pinno sind traditionelle Fischer an der Küste und kämpfen ums Überleben. Die schlechte Fangquote, die große maschinelle Konkurrenz machen ihnen mächtig zu schaffen. Und das Dilemma um ihren Lieblingsclub. Ja, also Rostock ist zwar abgestiegen jetzt in der dritten Liga. Ich sag mal, so ähnlich ist es auch mit der Fischerei. Die Fischerei ist eigentlich sehr weit den Boden runtergegangen. Fischerei und Fußball und der schleichende Tod der Traditionen in Rostock. Die alte Kogge Hansa hat viel erlebt, viel Gutes. Doch so langsam aber sicher droht ihr der Untergang. Und viele machen sich Sorgen. Er zum Beispiel, Toni Kroos, in Rostock groß geworden, ausgebildet, alles für die Karriere mitbekommen. Jetzt schießt er Tore für Bayern München und die Nationalelf. Wie das am Mittwoch in der Champions League gegen Valencia. Oder auch er, Marco Rehmer, Hansa Rostocks bester Verteidiger in der Vergangenheit. Nationalspieler, Vize-Weltmeister 2002. Was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, macht mir schon Angst. Und ich schaue schon mit einer Träne im Auge schon nach Rostock hoch. Ich denke, dass man da im Allgemeinen, so wie es ist, nicht zufrieden sein kann. Ich glaube, man war 10 Jahre in der ersten Liga. Und wenn man dann so in der dritten Liga, sage ich mal, vor sich her spielt so ein bisschen, dann ist, denke ich, die Zufriedenheit nicht da. Und trotzdem. 12.000 Fans kommen auch gestern zum Drittliga-Alltag gegen den Halleschen FC. Hansa wie immer in Blau-Weiß, bemüht sich und trifft auch früh. Das 1:0 nach nur 10 Minuten durch Smetana. Hin und wieder zumindest, denken sie hier noch, es ist so schön wie früher. Man sieht ja, was hier für eine Stimmung im Stadion immer ist. Und Hansa hat sportlich gesehen lange, lange Tradition, auch erfolgreiche Tradition. Und da gilt es, wieder irgendwann hinzukommen. Letzter DDR-Meister sind sie geworden, die Rostocker. In einem dramatischen Spiel um den Titel gegen Dynamo Dresden. Der große Held damals, Juri Schlünz. 2 tolle Freistoßtore hat er erzielt zum 2:0-Sieg und zum Titel für die Ewigkeit. Und Juri Schlünz hat auch viel mit dem Erfolg von Hansa Rostock in 10 Jahren Bundesliga nacheinander zu tun. Erst Co-Trainer, dann Trainer. Ein bisschen fülliger ist er geworden, aber immer noch da. Eigentlich hat er sich um den Nachwuchs gekümmert, Talente wie Toni Kroos ausgebildet. Und jetzt haben sie ihn auch zum Manager gemacht. Also in dieser Situation musste ich nicht lange überlegen. Also wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch vor 20 Jahren die 2 Tore nicht schießen brauchen gegen Dynamo Dresden, wo wir Meister geworden sind. Also das war jetzt wirklich so eine Situation, wo ich dem Verein wirklich helfen kann und wo es, glaube ich, auch Sinn macht. Seine Vorgänger haben Hansa ziemlich runtergewirtschaftet. René Riedlewitz ist einer, erst Spieler und plötzlich Manager, ohne Kenntnis, ohne Konzept. Viele Spieler geholt und wieder gefeuert, auch Trainer. Und die Kosten? Egal. Stefan Beinlich, noch ein Manager ohne Erfahrung. Mit ihm sind die Rostocker im letzten Jahr abgestiegen. Aber 14 Spieler hatten keine Verträge für die dritte Liga. Und es gab Niederlagen, da dachte so mancher in Rostock, die wollen gar nicht gewinnen, sondern nur noch weg. Und der das sportliche Sagen bei der Talfahrt hatte, durfte bleiben. Trainer Wolfgang Wolf. Vor 2 Wochen dann haben sie ihn in Rostock doch entlassen. Ich denke, dass man einfach, glaube ich, teilweise auch dann Leute verantwortlich waren, die der Sache nicht gewachsen waren. Also Managerproblem behandeln. Wenn man es so sieht, ich denke mal, gibt es da viele Probleme, aber unter anderem auch vielleicht Managerprobleme. Selbst Juri Schlünz, das bodenständige und freundliche Idol vom FC Hansa, muss das zugeben.
Es sind eben dann auch mal Entscheidungen gefallen, die nicht so positiv waren im Nachhinein. Und die konnten wir dann nicht mit Geld ausbügeln wie andere Vereine. Und das schlägt natürlich dann durch. Und da ist sicherlich etwas dran. Hansa Rostock, kein starker Vorstand, keine vernünftige Führung. Aber mit einem riesigen Fanproblem. Randale und Rostock kommen fast automatisch in einem Atemzug. Oft hat der Verein hohe Strafen gezahlt, die Situation nicht in den Griff bekommen. Auch hier kein Konzept. Jetzt müssen sie immer vor einer leeren Südtribüne spielen. Strafe für Fans und Verein sozusagen. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, hat durchgegriffen. Hansa Rostock ist zu der Auffassung gekommen, dass die Südtribüne zu schließen für das Gesamtkonzept Sicherheit der bessere Weg ist. Und das habe ich mit Sicherheit auch unterstützt. Das gebe ich allerdings zu. Wohl auch als Bedingung für finanzielle Hilfe. Denn vor kurzem stand der Verein noch vor der Pleite. Fans demonstrierten für Unterstützung durch die Stadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern. Doch beide sind mehr als klamm. Es ging um insgesamt fast 3 Millionen Euro. Nach 10 Verhandlungen der Rostocker Bürgerschaft wurde zugestimmt. Die Insolvenz des Vereins gerade noch abgewendet. Aber wie lange reicht das Geld? Wie lange kann Hansa sich noch halten? Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hofmann geht auf diese Fragen nicht ein, spricht lieber von breiter Unterstützung und vom Aufstieg. Wir wollen letztendlich den Aufstieg wieder vorbereiten, auch wenn wir es momentan mit der momentanen Tabellenposition nicht in den Mund nehmen wollen. Die Mannschaft muss erstmal stabilisieren, aber wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen, müssen sicherlich Anteile am Stadion verkaufen und dass die öffentliche Hand stark dabei und hilft bei der Finanzierung, weil es letztendlich auch ein gesellschaftliches Gut ist, der Fußballsport, wie wir alle wissen. Ja, und da führen wir momentan ein Gespräch und da warten wir mal ab. Doch der Innenminister des Landes hat den Geldhahn erst einmal zugedreht. Ansonsten ist die Frage, was Unterstützung von Hansa Rostock finanzieller Seite im letzten bzw. im vorletzten Jahr betroffen hat, mit dem Verein abgesprochen und auch abgeschlossen worden. Und von Seiten des Landes, von Seiten des Innenministeriums oder des Sportministeriums stehen dafür keine weiteren Mittel zur Verfügung. Noch hat Hansa Rostock eine gute Nachwuchsarbeit und ein vom DFB ausgezeichnetes Fußballinternat. 22 Jugendliche wohnen hier. Und damit sie nicht vergessen, was möglich ist, hängt ihr großer Star gleich neben dem Trainingsplan. Die Ältesten bekommen täglich gesagt, wie es geht, vom Vater des Vorbilds, Roland Kroos, Trainer der A-Jugend, vor 2 Jahren deutscher Meister. Aber mittlerweile kommen weniger Talente nach Rostock. Jetzt, sage ich mal, der Anreiz nach Rostock zu gehen nicht mehr so groß ist, wie er mal war, wo Rostock erste Liga gespielt hat, weil einfach die Perspektive im Moment für junge, talentierte Spieler nicht da ist, nach Rostock zu gehen. Auch das soll Juri Schlünz verhindern. Nachwuchschef, Manager, Notnagel, irgendwie Hansas Rettungsanker. Ich bin jetzt hier 43 Jahre in dem Verein. Wenn man das hochrechnet, sind es vielleicht 10 Jahre am Stück, wo ich überhaupt nicht nach Hause gefahren bin. Da hätte ich ihm mein Bett hinstellen können. Und ich bin damit immer noch hochzufrieden, dass ich das machen darf, dass meine Arbeit hier auch geschätzt wird. Seitdem er Manager ist und mit Marc Fascher ein neuer Trainer da ist, läuft es sportlich wieder ganz ordentlich. Gegen den Aufsteiger aus Halle hat Hansa gestern klar gewonnen, mit 2:0. Der tschechische Stürmer Smetana, den sie sich noch leisten, hat beide Tore erzielt. Das sorgt für ein klein wenig Ruhe in Rostock. Erst einmal. Das wissen wir von vornherein, dass es so ist, dass wir am Existenzminimum hier uns bewegen. Und deswegen ist jeder Sieg für uns wichtig. Das Gute ist, mit Existenzminimum kennen sie sich an der Küste aus. Fischer Ingo Pinno kann ein Lied davon singen, wenn er nicht gerade über die Kogge sinniert. Hansa gehört einfach zu Rostock dazu. Und ich sag mal, wenn Hansa nicht mehr hier Rostock oder weiter absteigen würde, was keiner erhofft und keiner glaubt, ne, dann würde einfach hier irgendwas fehlen in Rostock. Früher gab es mehr als 40 Fischer in Warnemünde, jetzt nur noch 4. Doch aufgeben, sagt Ingo Pinno, gibt es nicht. Nicht beim Fischen und nicht beim Fußball.